Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Knock Knock. Wir sind jetzt in der Phase unseres Spiels angekommen, bei der wir oben die unsympathische Lebensleiste haben, die uns eine Nacht nach der anderen ein bisschen weniger versüßen wird. Und wie ihr vielleicht in meiner Stimme hört, ich bin mega heiser. Ich weiß nicht warum, ich habe vielleicht gestern ein bisschen zu laut mitgesungen, als ich mit dem Auto nach Hause gefahren bin. Generell bin ich sowieso ein bisschen verschnupft angeschlagen und deshalb klinge ich, glaube ich, ein bisschen komisch. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Diese Stöcker, ne? Vielleicht sollte ich mal... Wow, okay. Oh, er sucht noch was. Aber nur Möbel. Fußabdrücke, Dreck noch feucht. Das ist frisch. Was ist das? War ich wirklich im Wald? Schlafwandeln? Das wäre mir neu. Aber er denkt an nichts weiteres, okay? Noch keine Geräusche oder sowas? Ein Kind? Hier kann doch kein Kind gewesen sein. Aber ich kann mich nicht... Nein, das ist keine Erinnerung mehr. Ich vergesse ständig. Die Theorie zu dem Kind, die ich zum Beispiel kenne, ist, dass er selber entweder das Kind war, was während dieses Programms weggenommen wurde, oder dass er eins hatte. Dies alles kommt herausgekrochen aus dem Inneren. Es kriecht nicht von außen herein. Der Schrecken des Waldes ist in meinem Haus. Okay, da ganz, ganz drüben. Aber hier sind wir ja noch relativ sicher und gehen sowieso jetzt wieder nach oben. Ich würde sagen, wir gehen auch gleich hier nach oben weiter. Oh. Wo auch immer das war, ich habe mich gerade mega erschrocken und bin zusammengezuckt. Oh Gott. Oh ja, oh ja, oh ja. Na komm, weiter. Don't you hide from me. Okay, hier ist... Seht ihr irgendwas? Was auch immer das war, ich hab's echt nicht gesehen. Da ist es schon wieder. I see you. Moment, ich muss mal wieder an den Bildschirm ran. Ah, okay, okay. Da fährt ein Bett durch unser Zimmer. Mensch, das ist ja normal. Okay, da links oben ist jetzt irgendwas. Ach du Scheiße. Nee, wir machen erstmal das Licht. Und jetzt versuchen wir das Ganze zu machen. Okay. Ist das Bett immer noch über uns? Unser Lebensbalken ist deutlich kürzer. Wow, wow, lauf, lauf. Dann machen wir das hier oben erstmal fertig. Unser Lebensbalken ist deutlich kürzer geworden. Komm schon, eine Uhr. Der hat nämlich vorher fast an unsere Haare angestoßen, quasi. Okay, hier ist nichts mehr. Get outside. Your home is there. Machen wir das mal wieder. Oh, diese Mistkröte. Nein! Macht keinen Mist, Leute! Wir warten mal, ob das Bett wieder zurückgeht an die andere Stelle oder sowas. Oder ich versuche das jetzt mal wieder zu reparieren. In der Hoffnung, dass der nicht von rechts kommt. Okay, ein... Wow, wow, wow! Wir gehen trotzdem mal. Das gibt's doch nicht.
Jetzt aber ein Alarm im Haus, würde ich mal sagen. Oh, bitte eine Uhr. Komm. Komm, eine Uhr. Und dann... Nein! Oh nein! Ich hätte mich vielleicht in deinem Bett verstecken können. Hätte ich das noch geschafft? Ich weiß nicht. Okay. Erinnerst du dich an eine Uhr oder sowas? Bitte. Okay. Von rechts, von rechts, von rechts. Geh an, Licht. Geh an. Sehr gut. Ich will nicht, dass du kommst. Machen wir das mal als nächstes ganz. Und der Balken schrumpft immer mehr. Das gibt's doch nicht. Oh, Leute, ich würde das so gern mit euch durchspielen. Wow, da ist ein Bett. Was sagt sie? Ich muss mal wieder den Sound auf meinem Ohr lauter machen. Blöderweise kann man die Stimme und den Gegen... Also den Sound, der so hier in der Gegend ist, nicht variieren. Ich überlege auch, ob es... Nee, es kann es nicht sein. Geh doch mal weg. Verdammt. Ich wollte das Licht anmachen in der Hoffnung, dass das Bett dann verschwindet. Aber wir haben ja quasi überhaupt keine Chance. Komm, 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 komm. Nee, es geht sofort wieder kaputt. So ein Mist. Und unser Balken oben ist auch kürzer geworden, aber jetzt ist das Bett weg, oder? Natürlich. Boah, das ist aber mega fies gerade, aber richtig fies. Was sind das für Stacheln, die hinten aus der Wand kommen? Also aus diesen Löchern. Ich habe keine Ahnung, was die Löcher generell sein sollten. Du wolltest dich noch an was erinnern? Waldabfall, Blätter, Erde, Kompost? Komm schon. I'm here. Na komm. Okay. Hier ist nichts. Wow, hoch. Das ist unser echtes Bett. Jetzt habe ich mich voll vor dem erschrocken. Jetzt haben wir zwei Betten hier durch die Gegend fahren und stecken schon wieder fest. Aber die Nacht ist gleich vorbei. Komm schon. Es ist nicht wirklich Angst, die mich hier überkommt, sondern es ist... Ich will nicht von vorne anfangen. Das ist gerade viel schlimmer als alles andere und als alle Geister, die hier durch die Gegend rammeln. Und ich habe gerade an meinem Headset rumgespielt. Ich hoffe, das hat man nicht so laut im Mikro gehört. So spielst du dieses Spiel. Sie sind nur im Dunkeln sichtbar. Erst schaltest du also das Licht in deinem Haus aus und öffnest alle Türen. Sobald sie wieder zuschlagen, schließe die Türen und sag, ich bin froh, euch zu sehen. Vielen Dank für euer Kommen. Wenn du alles richtig gemacht hast, wirst du für eine Sekunde einen komplett gedeckten Tisch mit einem runden Laib Brot in der Mitte sehen. Am Tisch werden Leute sitzen, die dich anstarren. Erinnere dich ihrer Gesichter und ihrer Stimmen. Ein ähnliches Spiel hatten wir ja schon mal beim letzten Mal, als wir, ich glaube, den Tisch decken sollten und in die Mitte ein Laib Brot packen. Jetzt ist das ja quasi genau die andere Seite der Geschichte. Okay, der Lebensbalken müsste jetzt draußen sein, ne? Wir haben das Mädchen! Wir haben das Mädchen! Wir haben das Mädchen! Oh mein Gott, man kann es also ändern. Mega geil, Leute. Mega geil. Ich freue mich so extrem gerade. Ich muss ein bisschen leise sein, nicht, dass meine Nachbarn denken, ich bin total behämmert. Es ist nämlich momentan dieser wunderschöne 20 Grad November. Und ich habe die Fenster offen und sowas alles. Vielleicht hört man auch ein bisschen Grillen zirpen. Ich weiß es nicht so ganz genau. So, hier ist alles in Ordnung. Leute, ich habe wieder Motivation. Motivation as fuck. Das kriegen wir noch hin. Wir kriegen vielleicht das gute Ende. Puh,
Natürlich müssen wir im Wald, glaube ich, weiterhin das Mädchen immer wieder suchen. Es heißt aber auf der anderen Seite, dass noch nicht festgeschrieben ist, was wir für ein Ende bekommen. Wir können es zwar immer noch bis zum Ende vergeigen. Etwas starrt mich an, ständig von draußen. Das ist das Mädchen. Was willst du? Was? Bin ich falsch? Okay, hier ist hinten nichts mehr. Das lassen wir mal vergehen, machen schon mal das Licht aus. Ich habe noch nicht alle Räume. Als mein Großvater spürte, dass sein Ende kam, wurde er sehr fokussiert. Er wollte nicht mit einer Last auf seinem Gewissen sterben. Und es gab etwas, das er noch nicht beendet hatte, noch nicht verstanden. Keine Ahnung, ob er das richtig hingekriegt hat oder nicht. Ich war damals noch sehr jung. Das sagt man sich ja sowieso, dass wenn jemand stirbt und noch unerledigte Sachen hatte. Ich sehe dich, wer bist du? Und noch unerledigte Sachen hat, dass er deshalb dann als Geist durch die Gegend spukt und sowas. Hilf mir. Ich verlor mich, als ich noch sehr klein war. Und dann verlor er den Verstand. Er konnte mich nicht mehr sehen. Aber er verlor mich. Dein Großvater, oder? Vielleicht sollte ich den Eingang nochmal überprüfen, nur um sicherzustellen, dass er fest verschlossen ist. Wir wissen doch, dass er offen ist. Warum sollten wir... Wenn die Messungen nicht lügen, dann sind das keine Halluzinationen. Die Fußabdrücke sind echt. Und es sind nicht meine. Aber wer weiß, diese Ausrüstung ist immerhin völlig veraltet. Okay, hier war alles in Ordnung. Hierher. Gut, gut, gut. Komm heraus. Was ist denn dein Problem? Warum redest du denn andauernd? Okay. Wir sind gleich soweit. Ich glaube bloß noch hier das Zimmer. Hier drüben muss auch noch eins sein. Was du da siehst, ist nicht wirklich nichts. Aha. Okay, da ist die Lampe kaputt gegangen, aber das ist jetzt nicht so dramatisch, weil wir ja in dieser Welt keine Geister haben. Und jetzt bin ich gespannt auf den Lebensbalken zu gucken, ob der wirklich wieder angewachsen ist oder ob der so klein geblieben ist. So. Und jetzt raus vor die Tür mit uns. Okay, er ist so groß. Das Mädchen. Ganz vorsichtig, Leute. Nicht verscheuchen. Was? Das ist nicht dein Ernst, oder? Wie haben sie sowas von getroffen? Liebe Spieleentwickler. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Hier ist sie nochmal. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, Mädchen, jetzt aber. Sehr gut. Könnte sie das sein? Worauf zeigt er? Krone, Blume, Stern, Unendlichkeit bei den Wangen oder Ohren? Die Sonne am Mund, Flügel in der Nase. Nasenflügel, haha. Naja. Okay. Jetzt müssen wir nur noch nach Hause. Einige glauben an das, was sie sehen. Andere sehen an, was sie glauben. Die Welt ist Licht und unser Verstand ist ausgefeilt, gemustertes Sieb. Es lässt nur durch, was es verstehen kann. Aber nein, wenn dem wirklich so wäre, würden alle als Kinder vor Furcht sterben. Aber ich bin Rationalist, ein Wissenschaftler. Meine Welt besteht aus alltäglichen und konkreten Dingen. Ich sehe manchmal ein bisschen schlecht, deswegen stottere ich halb die Texte. Aber ich bemühe mich dann immer wieder an den Monitor ranzugehen und das ein bisschen besser zu sehen. War hier nicht irgendwo in der Nähe das Haus? Was? Bin ich jetzt in so ein Waldvieh reingelaufen? Nee, das kann es eigentlich nicht sein. Habe
ich da... Ah, hier ist, kommt das Haus, sehr gut. Dann haben wir die Nacht überstanden. Na, komm schon, schnell rein mit uns. So, liebe Leute, ich würde aber sagen, wir haben zwar noch so ein paar Sekunden, glaube ich, bis zum Folgenende. Da drüben geht es weiter. Wir schauen mal. Ja, es geht. Gehen am besten die erste Leiter hoch und suchen erstmal die rechte Seite ab. Aber, liebe Leute, das machen wir nicht mehr jetzt, sondern in der nächsten Episode von Let's Play Knock Knock. Bis dann. Tschüss.